kommst du hier raus, Alter? Ist es denn wahr? Heppa. Und ich dachte, die Hechte sind irgendwie weg. Nee, die Hechte haben sich, ja, wie auch immer, irgendwie zur Festung verzogen. Und wenn man hier mit einem vernünftigen Setup rangeht, kriegt man auch so richtig schöne Brocken hier raus. Wenn man mit so einem nicht ganz vernünftigen Setup hier rangeht, kriegt man auch vernünftige Brocken hier raus. Und wenn man mit einem Start-Setup hier rangeht, sollte man eigentlich auch ein bisschen was fangen. Weil die Hechte gerade hier unten an dieser wunderschönen Ecke bei diesem bescheidenen Wetter trotz allem auch gerade noch ganz gut beißen. Gar nicht schlecht. Ihr Lieben, ich bin gerade an der alten Festung und suche Hecht und habe schon ein paar Hechte gefunden. Jetzt haben wir natürlich schon gerade wieder kurz vor Dunkelheit. Wir haben schon wieder 21 Uhr. Das heißt, ewig viel Zeit hat man nicht mehr, bis überhaupt noch Hechte gehen. Aber es sind zumindest welche da. Und wenn man sich in den letzten Tagen den Ladoga mal angeschaut hat, oder selbst die Tunguska, das ist einfach ein bisschen mau gewesen. Kaum noch Hechte zu fangen. Ich stand in den Morgenstunden, stand ich hier, habe hier ein bisschen rumprobiert. Hier ging das ganz gut, gerade auch mit dem Topwater, mit dem Oryk 11003. Der silbrige ist das. Also wer noch nicht mit der Jerkbait unterwegs sein kann, das funktioniert. Oder einfach mit dem Hunter-Blinker kann man natürlich auch ganz gut auf Hecht gehen. Oder als Anfänger dann mit den Spinnern. Immer dran denken, schön mit einem Stahlvorfach hier rumarbeiten. Weil der Hecht sonst die Schnur durchbeißt für die Anfänger. Und wenn ihr noch nicht genau erkannt habt, wo das hier genau ist, dann zeige ich das auch gleich mal eben auf der Map. So langsam ist natürlich die Uhrzeit jetzt vorbei. Ich teste allerdings gleich auch nochmal einen anderen Bait. Beziehungsweise wir testen erst noch einen anderen Bait. Einen anderen. Ich könnte mal hier den grünen nehmen. Und dann gucken wir. Wir haben gleich eh ein bisschen Zeit, weil es dann dunkel wird. So. Das ist einer von den selbstgemachten Ködern. Bestes Zeichen eigentlich immer fürs Hechtangeln. Das muss relativ schnell eigentlich schon losgehen mit den Bissen. Wenn es auch erstmal nur die kleinen sind. Dass man schon mal weiß, okay, die Farbe wird akzeptiert. Die Farbe ist interessant für die Hechte. Wenn dann nach zwei, dreimal auswerfen einfach nichts dran geht, äußerst selten, dass man dann auch nochmal was Vernünftiges fängt. Also, wenn die Farbe nicht geht, zack, ändern. Nächste Farbe testen. Aber wie gesagt, es ist auch jetzt schon 22 Uhr. Es wird langsam eng von der Uhrzeit. Ideal ist anders. Zwischen 6 und, sagen wir mal, vielleicht so 11 Uhr morgens, vormittags. Und zwischen 16 und 22 Uhr am Abend ist so die ideale Zeit fürs Hechtangeln. Zwischendrin ist eigentlich immer ein bisschen Flaute. Ja, und gerade wenn es jetzt so dunkel wird, geht da gar nichts.
Aber wenn man hier an der Festung ist und gerade schön auf Hecht aus ist, ist das ja alles nicht so tragisch. Wir machen mal eben jetzt die Map auf und dann gucken wir mal, wo wir hier sind. Und an der Festung ist ja nachts immer eine gute Alternative, das Aalangeln. Hier unten ist es. An diesem kleinen Fuß hier. Hier sind die toten Bäume und hier so die Ecke rüber. Das geht einmal ganz gut. Wie gesagt, auch mit dem Topwater hat das hervorragend funktioniert. Mit Wobblern kann man hier rangehen. Komplett. Alles ist irgendwie möglich. Ganz viele verschiedene Arten von Ködern. Man kann auch von hier aus reinwerfen, dann allerdings bis hierhin ungefähr. Hier ist so eine kleine Schilfinsel. Da muss man ein bisschen weiter werfen für die Hechte und dann hier lang ziehen. Das geht auch. Also das funktioniert ganz gut. Ich renne jetzt hier nochmal auf die Insel und schmeiße ein paar Routen auf Aal heraus. Und dann sehen wir uns entweder bei einem kleinen Aal. Gucken wir mal, ob da was geht bei dem Wetter hier. Oder genau hier. Oder wir sehen uns dann am nächsten Morgen bei den Hechten. Bis gleich. Und für alle Aalinteressierte, ich habe das Setup mal eben aufgebaut. Bestehend aus zwei Winkelpicker-Routen, also zwei kleinen Grundrouten. Ihr könnt natürlich auch die normalen Fiederrouten nehmen. Weil ich jetzt nicht zwingend Lust habe auf irgendwelche Beifänge, wovon es halt viele gibt, wenn man mit einem Tauwurm arbeitet, habe ich hier ja ein relativ dünnes Setup. Einmal mit einem 6er Haken, 5,4er Schnur nur und einem Fischfetzen. Hier ist es ein bisschen robuster, auch vor allem ein bisschen anfängerfreundlicher. 7,7er Vorfach auf einer 12er Schnur, 4er Haken und auch da den Fischfetzen. Wenn euch die Fische egal sind, Hauptsache es kommt was rein, dann könnt ihr natürlich auch gerne einen Tauwurm verwenden. Das macht dann natürlich auch richtig Sinn, weil auch hier dann gerne mal die Schleien dran gehen oder Karauschen und Giebel. Und auf der Posenroute, da könnt ihr natürlich auch verschiedene Posenrouten verwenden. Ich habe jetzt hier gerade eine Matchroute und auch schon Doppelköderkombination. Hier ein 6er Haken auf 6,9 Kilo Fluoro komplett, also Fluorocarbon-Schnur ohne einen Vorfach. Und ja, hier mit Tauwurm und Fischfetzen. Bremse relativ locker eingestellt, dass der Fisch auch richtig abziehen kann, wenn er hier dran geht. Und so probiere ich das jetzt hier und warte ein bisschen ab. Der Köder ist eingestellt auf 1,10 Meter. Ich glaube so bis 1 Meter, zwischen 1,10 und 1,20. Irgendwann kommt dann eine Grundberührung. Aber ich habe jetzt mal auf 1,10 eingestellt. Die Pose wackelt ein bisschen rum aufgrund des Windes. Der kommt so aus Südwesten immer noch zur Zeit. Das heißt, hier heißt es jetzt erstmal ein bisschen warten. Oh, Licht kann ausbleiben. Und dann hoffen wir mal auf den Aal. Eine lange Nacht geht rum. Und am Ende einer langen Nacht, wo einfach nichts passiert, bimmelt es jetzt hier morgens in den frühen Morgenstunden. Und ein winziger 600 Gramm Aal geht dran. Immerhin. Ehre, Alter. Ehrenaal. Oh, boy, ey. Oh boy. In der Ecke. In der letzten Nacht ist hier an der Pose ein bisschen was gezuppelt. Das war nicht so schlecht. Aber die Nacht, die war ja jetzt wirklich mal mau, ey. Auch letztens im Livestream, da ging das auch sehr gut mit der Matchpose. Kann man also machen. Hm.
Naja, ein bisschen müssen wir noch durchhalten. Wir haben 5 Uhr morgens. Und dann geht es gleich wieder los auf Hecht. Hecht bringt einfach wieder gut Silber. Ich hatte gerade zwischendurch schon einen Hechtauftrag abgegeben. 2x3 Kilo waren über 100 Silber hier. Da haben wir die Jerk. Und da ändere ich auch nochmal. Nehmen wir auch mal hier den mit dran. Bisschen was Grünliches. Auch vor Monaten, vor Jahren hat hier immer schon der Hunter gut funktioniert. Ist, glaube ich, der Hunter 006. Genau, Hunter 1006. Also das ist wirklich ein sehr vernünftiger Hunter, speziell auch fürs Hechtangeln. Wenn man noch nicht so weit ist, dass man hier mit Jerks oder mit Topwatern oder so hantieren kann, dann geht das ganz gut. Am Tag zuvor hatte ich mit einem ganz interessanten kleinen Kunstköder ganz erfolgreich auch gefangen. Auch das im Low-Level-Bereich beziehungsweise mit leichtem Setup durchaus zu beangeln. Da sind sie. Ist sogar noch an der Route. Roundfish. Bei den kleinen Roundfishs auf jeden Fall die Haken ändern. Da sind so absolute Billo-Haken dran. Der 3-Kilo-Hecht, den ich da dran hatte, bei einem 22-Kilo-Vorfach, der hat richtig eskaliert. Der wäre fast abgerissen. Beziehungsweise die Haken wären fast gebrochen. Also da beim Hechtangeln aufpassen, mit dem Haken nicht sparsam sein. Weil da macht es Pitch und man denkt sich, nanu, ich habe doch ein passendes Setup gehabt. Aber wenn dann der Haken bricht, hilft da alles nichts. So, 6 Uhr morgens. Auf den Routen tut sich überall nichts. Die anstrengendste Route, die packe ich jetzt mal ein. Und dann testen wir hier nochmal die Jerk. Also hier schön weit raus bis da hinten hin zur Schilfkante. Und dann hier durchziehen. Für alle, die Bock haben auf Barsche. Barsche laufen ja auch richtig gut. Speziell natürlich auch auf die Hunter. Hier ging richtig was ab mit Barsch. Aber auch da immer wieder mit dem Stahlvorfach dran gehen. Weil es kann einfach sein, dass dann hier auch mein Hecht reinrasselt. Und dann ist die Schnur halt durch. Wenn ihr hier einen viel zu großen Brocken habt, einfach ein bisschen drauf gucken oder hier auf die Map halt gucken, wo rennt ihr am besten hin. Am besten auch hier lang laufen und den Fisch, wenn er hierhin abhaut, hier rüber gehen, hier unten rein drillen, hier rein steuern. Da kommt er in der Regel nicht raus, dann könnt ihr ihn da müde machen und dann zieht ihr ihn hierhin wieder zurück. Das Schlimmste ist halt, wenn hier ein unaufhaltsamer Fisch hier raus durch die Brücke durchrennt, dann ist er weg. Also dann müsste quer um den See rennen, dann wird es richtig schwierig. Ich lasse die nochmal da draußen stehen, teste hier nochmal ein bisschen an dem Totholz rum, 6 Uhr morgens durch. Gucken wir mal hier so in dem Bereich. Nicht ins Wasser reinrennen. Das hat Scheuchwirkung, wenn man im Wasser drin steht. 700 Gramm Barsch. Na, es ist alles noch nicht der ideale Köder. Ich mach mal Stop-and-Go-Führung. Oder Führung mit Zwischenstopp. Wenn man im Game regnet und ich sitze hier bei bald 33 Grad und bin auch schon nass. Unnormal, Leute. Unnormal. Das ist auch der Grund, warum im Livestream die Cam zurzeit nicht an ist. Die Lampen hier, die Scheinwerfer, damit die Cam gut ausgeleuchtet ist, beziehungsweise damit ich gut ausgeleuchtet bin und die Cam das auch gut sieht. Das ist alles so warm hier. Ekelhaft.
Ekelhaft. Gerade so maßig. Hier fand ich eigentlich immer ganz gut. Hier hat man viel, viel Schilfkante. Da hinten geht es schon los mit der Schilfkante. Wichtig ist schon mal, also wenn man schon mal kleine Hechte dran hat, dann ist die Farbe zumindest, wie gesagt, dann ist die akzeptiert. Das ist schon nicht schlecht. Und jetzt vielleicht nochmal eine andere Führungsart finden. Oh, es wird weniger, oder? Oh, nicht wirklich. Es wurden schon Trophys gefangen. Es wurden schon Trophys gefangen. In dieser Woche. An der Festung. Also, sie können gerne hier reinrasseln, die Trophys. Habe ich nichts dagegen. Ich bin bereit. Wirklich. So, dann hier nochmal rüber. Ich meine, man kann sich auch an den Baumstämmen hier verhaken. Ich bin da gerade so ein bisschen paranoid. Ich will mich hier nicht verhaken, weil der Weg hier hinten hin ist schon immer recht lang. Und wenn man sich dann irgendwie ausloggen muss oder so, weil das Teil sich irgendwie verhakt und nicht zu lösen ist, ist das natürlich immer super ärgerlich bei solchen Sachen. Aber wie gesagt, hier an dem Totholz hatte ich gerade auch schon ein paar schöne Brocken dran. Jetzt gleich auch nochmal eine andere Führung wieder ausprobieren. Oha. Doch, passt. Und da geht auch noch einer rein, der zumindest ein bisschen Bock hat. Geblieben. Und tatsächlich noch verhakt. Und tatsächlich noch verhakt. Und ich sag noch, fuck. Verhaken. Möglich ist es bestimmt hier. Und tatsächlich. Hunter hatte ich gerade dran. Montage nicht ausgehakt. Anders als es sonst immer war, das Verhaken. Jetzt muss man, darf man den Bügel nicht aufmachen und rechte Maustaste drücken, sondern linke Maustaste drücken, bis es nicht mehr geht. Also der Balken ist jetzt gelb. Dann die Bremse langsam hochdrehen. Und dann ruppen. Uff. Los ist er. Das heißt, mittlerweile geht das Aushaken halt nur übers, zack, über die Kraft, die halt drin ist, Bremse wieder runter, über die Kraft, oh, schon was dran, die die Route ausübt dann auf den Haken. Ja, wie vorhin schon gesagt, die Barsche laufen super auf den Hunter. Ich habe gerade nochmal reingeschmissen, ist der Hammer. Hunter 1006. Einholgeschwindigkeit 23 jetzt hier. Auch ein paar kleine Hechte waren schon dran. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade anfangt, zack, am 12er hier an der Festung, dann einfach mal den Hunter kaufen, hier den grünen. Stahlvorfach kaufen, Stahlvorfach, Stahlvorfach, Stahlvorfach. Und da ist es wurscht, auch wenn ihr, keine Ahnung, eine 5 Kilo Schnur habt,
holt euch, weiß nicht, 15 Kilo, 22 Kilo Stahlvorfach, 30 Kilo Stahlvorfach. Muss man gucken, ich weiß nicht, ob die alle vom Level her alle verfügbar sind. Aber auf jeden Fall das mit der maximalen Tragfähigkeit, was ihr noch so dran packen könnt. Ich sag mal so bis 30 Kilo. Und dann gib ihm. Dann natürlich immer darauf aufpassen, dass die Bremse richtig eingestellt ist und dass dann nicht das ganze Vorfach abreißt und die Schnur durchreißt. Und dann hier ein paar dicke Brocken rausziehen. Ja, dann schauen wir uns den Kescher doch nochmal an. Also, schön nochmal ein bisschen auf Hecht und auf Barsch probiert. Gucken wir mal eben rein. Zwischendurch hatte ich schon mal einen Auftrag abgegeben, bevor der ausläuft. 2x3 Kilo sind 106 Silber. Das lohnt sich immer richtig. Auf Aal kann man gleich noch ein bisschen probieren. Es wird ja gerade dunkel. Und ansonsten, achso, haben wir Barsche im Café? Waren Barsche mit dabei? Ne, gerade leider nicht. Aber der läuft hier gleich aus. Den gucken wir uns gleich nochmal eben an. Barsch ist reingekommen. Dankeschön für die Barsche. 8 Stück nach Gewicht. Ja, ab 350 Gramm. 6, 7, 8. Den noch mit dazu. Und dann haben wir da nochmal 46 Tacken. Sehr schön. Und die restlichen, ja, ja, das ist doch nicht so verkehrt, ne? Einiges an Hechten, einiges an Barschen. Zwischendurch noch ein Aal von der letzten Nacht. 210, 100 aus dem Café, 40 nochmal aus dem Café, also 350 rund. Kann man machen. Also, schnappt euch die Spinnrute, haut ein Stahlvorfach da dran, ran an die Hechte, ab unten im Fuß und dann Gas geben. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags um 21 Uhr. Bis dahin. Tschüss.